Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer For Heath 82 mit der Kalenderwoche. Bist du jetzt bescheuert oder was? Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer For Heath 82 mit einem Unboxing-Video für euch. Und ich bekam ein kleines Päckchen von Play on Pictures zugeschickt. Erstmal hier vielen herzlichsten Dank dafür. Und da war ein Weihnachtsfilm enthalten, nämlich Fröhliche Weihnachten aus dem Jahre 1983. Und ich muss, glaube ich, zu meiner Schande gestehen, ich kenne diesen Film nicht. Vielleicht habe ich ihn mal als Kind gesehen, aber das ist auf jeden Fall schon sehr lange her und ich kann mich nicht dran erinnern. Aber das machte nichts, denn zur Weihnachtszeit wird dieser Film auch im Player landen und dann bin ich schon sehr gespannt, was denn dieser Film so kann. Gilt auch als Kultfilm in amerikanischen Gefilden. Bei uns auch, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, Fröhliche Weihnachten kommt am 23.11. in den Handel heraus von Play & Pictures. Natürlich auch im Online-Shop von Play & Pictures erhältlich oder auch bei Amazon oder auch bei eurem Händler eures Vertrauens. Das Ganze kostet 29,99 €, beinhaltet eine Blu-ray-Disc und auch eine DVD und ein Booklet von geschrieben von Daniel Wagner. Ich würde mal sagen, wir machen mal die Folie runter und dann gucken wir uns mal die schöne Zimmer an. Und auch hier wieder schön zu erkennen, dass der FSK 6 Aufkleber nur aufgeklebt ist auf der Folie. Also auch das ist hier schon mal positiv zu erwähnen. Und wir haben hier schon mal dieses schöne Covermotiv, wo eben der Junge einen Schneeball voll in das Gesicht bekommt. Und wir gehen jetzt mal in die Ego-Perspektive über und dann schauen wir uns mal dann die Special Edition mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon in der Ego-Perspektive mit dem Weihnachtsfilm Fröhliche Weihnachten, A Christmas Story aus dem Jahre 1983 in dieser wunderschönen Special Edition von Play & Pictures. Und ja, hier vorne drauf sehen wir schon mal den Jungen, dem ein Schneeball ins Gesicht bekommt und seine Brille und auch seine Mütze wegfliegt und vor lauter Schreck lässt auch seine kompletten Geschenke fallen. Aber die Zuckerstange hält er ganz fest in dem Griff. Ja, was soll ich sagen? Ein sehr schönes Motiv. Ich finde auch sehr kontrastreiche Farben, wenn wir genau hingucken. Und auch vor allem auch der Junge hier ist auch komplett in einem Glanzeffekt versehen. Ich würde jetzt mal Ralfi taufen, wie auch er im Film auch heißt. Wir haben hier noch eine wunderschöne Verzierung des Rahmens außenrum und heben dann einen Mistelzweig mit einer Schleife, wo hier dran steht, der US-Klassiker mit Herz und Humor. Also wie wir hier schon mal sehr weihnachtlich dekoriert das Ganze und passt auch zu dem ganzen Design von dieser Box. Mit denen wir rum, da haben wir hier schon mal den Spine auf dem Schuber, eben hier Fröhliche Weihnachten, A Christmas Story, hier eben das Blu-ray-Disc-Logo und das DVD-Logo und auch auf der Rückseite haben wir hier dann die Inhaltsangabe mit ein paar Szenenfotos und auch die Extras und hier oben auch sehr schön gemacht, eben die, ja, Szenenfotos sind hier integriert worden als Briefmarken oder auch als Postkartendesign mit eben mit diesem Rahmen außenrum. Sehr schön gestaltet und einmal hier die Inhaltsangabe zu dem Film. Eine amerikanische Kleinstadt in den 40er Jahren, kurz vor den fröhlichen Weihnachten. Voller Sehnsucht wartet der kleine Ralfi auf die Weihnachtsbescherung. Sein sehnlichster Wunsch ist, dass der Weihnachtsmann ihm das ersehnte Red Ryder Luftgewehr mit Kompass im Schaft unter dem Weihnachtsbaum legt. Das, welches ihm seine Eltern partout nicht schenken wollen. Ob das so politisch korrekt ist in der heutigen Zeit, aber ganz ehrlich, das ist uns scheißegal. Hauptsache die Filme sind noch schön gealtert wie jetzt hier. Fröhliche Weihnachten und Ralfi gehören zu den amerikanischen Weihnachten wie Eierpunsch und kilometerlange Weihnachtlichterketten. Wie kein anderer Film gibt Fröhliche Weihnachten dieses schöne Gefühl wieder, wie wir als Kinder in der Adventszeit dem Heiligen Abend entgegenfieberten. Erzählt wird diese großartige Weihnachtsgeschichte in der deutschen Fassung von Harald Junke. Auch hier noch mal ein paar weitere Szenenfotos noch. Hier eben sitzt Ralfi auf dem Schoß vom Weihnachtsmann und hier als mit Schleife verpackt die Extras. Könnt ihr gerne mal auf Pause drücken. Und das kann man durchlesen und hier eben dann bei den roten Schleifen hier einmal die DVD, einmal die Blu-ray-Disc und die DVD geht 89 Minuten und hat ein Dolby Digital 2.0 Tonformat enthalten und die Blu-ray geht
93 Minuten und hat das Tonformat DTS HD Master Audio 2.0. Jetzt soviel schon mal zu dem Schuber außenrum. Ist hier schon mal sehr schön gestaltet, ich finde. Und dann gibt es jetzt hier noch dann ja, das Innere dieses Schubers. Ist auch hier genauso designt wie auch schon der Schuber mit demselben Motiv. Hätte man auch ein bisschen umändern können, aber ist auch okay. Auch hier auch wieder ein schönes Motiv, aber für hier ohne Glanzeffekt versehen. Ist auch noch in Ordnung. Auch hier nochmal eben dann fröhliche Weihnachten, A Christmas Carol. Und hier auf der Rückseite haben wir nochmal ein paar Szenenfotos aus dem Film mit ein paar Postkarten-designten Szenenbilder, die auch hier sehr schön rüberkommen mit dunkelgrünem Hintergrund und auch passt auch ganz sehr gut zusammen. Und auch hier drin ebenfalls nochmal dann ein paar weitere Bilder aus dem Film ebenfalls gemacht wie im Postkarten und sogar mit einer Pinnnadel wurden die hier auch mit befestigt. Also wie wir hier schon mal mit Liebe zum Detail auch hier schon mal designt das Ganze. Und bevor wir zu dem Booklet kommen, schauen wir uns mal ganz kurz die Discs an und die schauen hier so aus. Und dann haben wir erstmal hier dann die Blu-ray Disc, auch hier sehr cool gemacht mit dem Mistelzweig und hier eben dann als ja, Christbaumkugel designt die Blu-ray Disc, auch das natürlich sehr schön gemacht und fällt fast kaum auf, ab 6 dann freigegeben. Und dann noch einmal hier dann die DVD, die passt natürlich auch ein bisschen besser, weil es eben hier eine rote Kugel ist mit dem DVD-Logo drauf und ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Idee, das so zu machen. Im Hintergrund haben wir auch hier noch ein paar Christbaumkugeln mit ein paar Tannenbaumästen, wo eben hier dann die Charaktere dann hängen. Auch das sehr schön gemacht und hier eben dann noch der Einschuber für das Booklet. Wir legen die Discs hier wieder rein und dann gibt es jetzt noch zum Schluss noch das Booklet zum Angucken und mal gucken, was da Schönes drin steht. Auch hier dasselbe Design wie auch schon auf dem Schuber und auch auf dem Inlay. Und ja, das Booklet ist recht dünn. Es sind dünne Seiten, aber einmal hier, schauen wir mal auf. Und hier Ralfi und sein BB-Gun. Fröhliche Weihnachten als Begründer charismatischer Weihnachtskomödien. Geschrieben von Daniel Wagner. Und hier dieser Text enthält Spoiler und sollte erst nach dem Filmgenuss gelesen werden, was auch passieren wird. Hier ein paar Szenenfotos, wieder ein Szenenfoto von Ralfi mit seinem Schießgewehr, Geschäftsmodell Weihnachten. Dann haben wir hier eben die Peike Family Sage und natürlich auch hier schon mal 6 Jahre später die schöne Bescherung. Ich bin gespannt, vielleicht habe ich den auch verwechselt mit schöne Bescherung. Ich bin wirklich gespannt, ob ich diesen Film kenne. Dann haben wir hier einmal das schon das Zwischenteil. Ralfi träumt von seinem Luftgewehr. Und dann von charismatischen Figuren. Na. Hier auseinander. Hier geht es weiter. Und ikonischen Orten. Und noch zum Schluss an Never Ending Christmas Story. Und hier zum Schluss nochmal fröhliche Weihnachten an uns alle. Und ja, schaut doch nochmal hier sehr schön aus. Merry Xmas. Und ja. Das anscheinend dann sein Weihnachtsgeschenk zum Schluss. Bin gespannt auf diesen Film. Wirklich war, bin sehr gespannt, ob ich diesen Film kenne. Es kommt mir schon allzu bekannt vor, aber ich kann mich jetzt auch hier extrem täuschen. Ja, liebe Filmfreunde, das war auf jeden Fall die schöne Special Edition von Fröhliche Weihnachten, die am 23.11. erscheinen wird von Plan Pictures. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war die Special Edition von Fröhliche Weihnachten von Play & Pictures. Am 23.11. ist es soweit, dann könnt ihr euch diese jetzt von euch ins Haus holen, wenn ihr möchtet. Ein Kauflink unten in der Videobeschreibung, muss wirklich sagen, eine sehr schön gestaltete weihnachtliche Edition. Und auf den Film bin ich jetzt schon mehr als gespannt. Eventuell kenne ich ihn doch schon, aber ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Ja, das war's von mir. Wie gefällt euch denn die Edition und auch wie hat euch dieser Film gefallen? Vielleicht kennt den einen oder anderen schon diesen Film. Dann schreibt es in den Kommentar rein, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und tschüss.